Als GIZ sind wir weltweit im Einsatz, auch dort, wo es schwierig ist. Dazu kam 2020 die Corona-Pandemie, die uns vor große Herausforderungen gestellt hat. Dabei zeigte sich, internationale Zusammenarbeit ist wichtiger denn je. Unser Geschäftsvolumen konnten wir im vergangenen Jahr noch einmal deutlich steigern, auf rund 3,3 Milliarden Euro. Das werten wir als Zeichen des Vertrauens. Dafür möchte ich unseren Auftraggebern, Partnern vor Ort und unserer Gesellschafterin, der Bundesregierung, herzlich danken. Ganz entscheidend für diesen Erfolg waren unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben Großartiges geleistet, trotz starker Einschränkungen und höherer Risiken. Knapp 25.000 Menschen waren in 120 Ländern unermüdlich für die GIZ tätig. Drei Themen haben uns besonders beschäftigt. Erstens globale Gesundheit, bei der es um weit mehr geht als Medizin. Wie wichtig ein harmonisches Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt ist, hat die Pandemie eindrücklich gezeigt. Nur mit diesem Dreiklang können Menschen gesund bleiben oder gesünder werden. Ein zweiter Fokus lag auf Nachhaltigkeit und dem grünen Wiederaufbau. In der Zeit nach Corona wird es entscheidend darauf ankommen, den Klima- und Umweltschutz voranzubringen. Und schließlich war und ist es uns ein Anliegen, den Zusammenhalt von Gesellschaften zu stärken, sie resilient machen, auch gegenüber künftigen Krisen. Insgesamt leistet die GIZ durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen weltweit. Das ist unsere langfristige Vision. Daran arbeiten wir weiter. Das tun wir, indem wir unseren Werten und Zielen treu bleiben und uns gleichzeitig aber auch immer wieder auf Neues einstellen. Beständigkeit und Wandel, beides macht uns aus und treibt uns an. So lautet deshalb das Motto des diesjährigen integrierten Unternehmensberichts. Diese Verbindung werden wir beibehalten, was auch immer die Zukunft bringt.